So, ihr Lieben, wir sind nochmal bei Reisemobile Dömen und wir filmen ein paar Wohnwagen. Und zwar habe ich heute für euch einen Kabe wieder mal. Und zwar ist der liebe Eugen mit dabei. Grüßt euch, genau. Eugen, was haben wir hier? Heute mal ausnahmsweise kein Reisemobil, genau, sondern mal einen Wohnwagen. Und zwar den Kabe Amnetist 560 GLE als King Size. Wir haben hier ein Fahrzeug mit den Einzelbetten hinten im Heck und vorne im Bug einmal mit der Usitzgruppe. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Schauen wir uns gleich mal an. Kabel typisch Alufelgen. Richtig, hier haben wir immer ab Werk die 14 Zoll, optional auch ein 15 Zoll, hier ein 14 Zoll. Achso, da gibt es tatsächlich die Option noch, sich das Ganze in 15 Zoll zu machen. Ja, man kann das Ganze nochmal 15 Zoll upgraden, wenn man will. Das ist dann aber reine Geschmackssache, weil der 2,5er Reifen, der drauf ist, fährt sich eigentlich tadellos hinter dem Zufassen. Was ich sehr schön finde, ist, sobald Strom angeschlossen, ich sehe, jetzt kannst du anmachen, dass die ganze Begrenzungsleuchten und so. Richtig, man kann hier das komplette Licht übers Hauptbedienpanel, das zeige ich gleich drin, auch schalten. Das heißt, wir können einmal die Rundumbeleuchtung einschalten für abends, die Markisenleuchte in dem Fall. Was ja besonders bei Kabe ist, wir können gleich mal hingehen, ist das Gasfach, das ist auch beleuchtet, das ist patentiert vom Kabe. Genau. Kommt mal mit. Wir können hier vorne eigentlich direkt anfangen. Hier ist einmal, wir stehen jetzt natürlich etwas dicht, hier haben wir einmal die Möglichkeit, unser Skifach auszufahren. Das bietet halt wirklich Platz für alles, was man so im Campingbedarf dabei hat. Das geht einmal in die ganze Tiefe. Hier drunter ist nochmal ein Stützfuß, dass man das abstellen kann und verbirgt sich sozusagen unter der Usitzgruppe. Da kriegst du natürlich auch mal dreckige Schuhe oder sowas, wenn es dann nass ist. Ne? Alles, was du dabei hast oder alles, was du zum Aufbauen des Wohnwagens brauchst, kriegst du alles mit dabei. Und dann stehen wir schon vor unserem Gasfach. Wir haben die Möglichkeit, hier zwei 11-Kilo-Gasflaschen anzubinden. Das ist auch riesig, ne? Das ist riesig. Und wenn du da vorne links schaust, wir haben auch nochmal eine Gasaußensteckdose verbaut. Ach so, da kannst du dann auch direkt deinen Grill... Da kann man direkt mit dem Grill im Bypass, genau. Auch nochmal anschließen. Ja. Und oben halt die LED-Beleuchtung. Das ist natürlich toll, ne? Und Leute, ganz ehrlich, nicht einfach irgendeine Lampe in den Gaskasten machen, das ist verboten. Das ist verboten. Das Ganze ist hier patentiert von Kabe. Also da müsst ihr wirklich, weil es dürfen keine Zündquellen im Gaskasten sein. Richtig. Und wie gesagt, nicht einfach irgendwie eine Lampe in den Gaskasten. Könnte bauen. Ganz, ganz böse in die Hose gehen. Genau, weil das sehen die nicht so gerne. Ja. Aber wie gesagt, Platz hast du hier mehr als genug. Platz hast du hier mehr als genug. Und schön auch mit dem Gasdruckstoßdämpfer. Gasdruckstoßdämpfer, ne? Und die Klappe öffnet auch, wie gesagt, das ist auch vom Schließen, Öffnen her. Funktioniert tadellos. Das Fenster, ne? Gigantisch. Ja, wir haben hier einmal ein großes Bugfenster. Also wie gesagt, wir gehen ja gleich mal rein und dann seht ihr das von drinnen mit der Sitzgruppe. Ja. Und dann mit dem Fenster ist natürlich... Kabeltypisch halt überall die Rahmenfenster verbaut. Mhm. Das ist sehr toll. Wassertank natürlich. Wassertank. Wir haben hier einen Fest-Grauwassertank. Das heißt, wir haben hier kein Mobil. Ach, das auch? Das auch, ja. Ach, wir haben cool. Hier einen Frischwasser-Festtank verbaut und Grauwasser auch als Festtank verbaut. Das ist natürlich toll, auch wenn man mal irgendwo übernachtet, Zwischenübernachtung und so. Du musst dir keine Sorgen machen. Man muss nicht mehr mit dem mobilen Tankhantier gucken, wo ich den hinstelle. Hier ist wirklich ein fester Grauwassertank verbaut. Das ist nicht schlecht. Genau. Dann einmal unsere Toilettenkassette. Die kennt ihr aber, glaube ich, alle schon zu Genüge. Und dann haben wir hier nochmal unsere kleine Heckgarage unter dem einen Einzelbett. Da schauen wir auch schon. Da ist auch ein Karton drin. Ja, da ist das ganze Zubehör, was dazu noch kommt, mit drin. Das hier ist auch schön gemacht, ne? Also, dass das hier alles so geschützt ist mit dem... Ja, das sind halt unsere Konvektoren der Warmwasserheizung, weil jeder Kabe-Wohnwagen hat auch eine alte Warmwasserheizung verbaut. Nicht nur die großen Reisemobile, auch die Wohnwagen haben es verbaut. Ach, sehr toll. Hast du hier nochmal irgendwie ein Fach drin? Da drunter ist eine Revisionsklappe. Können wir gleich nochmal reinschauen, wenn du magst. Ah, cool. Sehr, sehr schön. Und dann halt das Schönste am Kabe, finde ich, ist halt die Heckansicht bei so einem Fahrzeug. Ja, da haben sie sich schon nicht... Mit dem beleuchteten Kabellogo. Ich meine, das ist jetzt relativ fell. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht. Ne, es ist halt auch beleuchtet und macht auf jeden Fall richtig. Und ne, Made in Schweden müssen sie Made natürlich, in Schweden, natürlich. Müssen sie sich natürlich auch noch draufschreiben. Ja. Auch schön mit diesen Positionsleuchten unten. Ja, alles in LED. Und auch die Rückleuchten, die passen halt sehr, 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 finde ich, gut zum Design. Auch das Außendesign vom Kabel. Ach, hier nochmal schön das Kabellogo mit. Ne? Das lassen sich echt nicht nehmen. Ne? Wie gesagt, wenn ihr Zahlen, Daten, Fakten, schaut gerne mal auf der Internetseite hier vorbei. Und ihr seht, das Fahrzeug steht hier, ne? Also ihr könnt vorbeikommen und es... Ja, da würde ich bitten, gerne nach Terminabsprache einen Termin absprechen. Dann nimmt sich einer unserer Verkäufer gerne Zeit für euch oder ich. Weil da gibt es viel zu zeigen. Viel zu zeigen und es ist halt wirklich ein sehr, sehr tolles Fahrzeug. Und da sollte man sich die Zeit nehmen, sich wirklich das Fahrzeug von der Pika auf erklären zu lassen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einmal rein. Ich gehe vor. Gerne doch. Oh Mann.
Boah, Leute, ohne Quatsch, ich habe es eben schon gesagt, der Geruch hier drin, das ist echt einzigartig bei Cabo. Also ich bin in so vielen Fahrzeugen schon gewesen, aber das riecht immer gleich und eigen. Ja. Ne? Ja, da seht ihr, ne, mit dem großen Fenster der wunderschönen Rundsitzgruppe. Der wunderschönen Rundsitzgruppe. Wir haben hier schon ab Werk ein Audiosystem mit dem Radio verbaut. Und unten, der hat den Staubsauger. Der Staubsauger ist hier schon integriert. Die Kiste, die du vorhin angesprochen hast, da liegt das ganze Zubehör noch drin. Darunter ist auch der Schlauch zum Beispiel für den Staubsauger. Das finde ich auch. Gibt es das bei irgendjemandem anderen noch? Ich kenne es nur von Kabel. Ich wüsste es jetzt auch nicht. Ich müsste also jetzt ein integrierter Staubsauger im Wohnwagen ist der Hammer. Ja. Und was ich auch immer wieder schön finde, ne, dieses cleane Design, weil du hast halt hier keine Pushlocks von außen. Du hast halt hier einfach nur die Klappen so schön integriert. Und dann ja, wie gesagt, die Lautsprecher. Ja. Großen Dometic-Kühlschrank mit Doppelanschlag, getrennten Gefrierfach. Absorber, klar. Genau, genau, Automatik, Absorber. Sehr schön. Dann nochmal das Bedienteil von Cabo oben, von der Alderheizung. Ja. Und die schöne Rundbogentür, ne? Und natürlich auch noch die schöne Küchenzeile. Das heißt, das ist. Na, hier haben wir wirklich die Möglichkeit, das Ganze. Ja, noch hier wieder. Du hast hier Fläche vor dem Ganzen, ne? Ja, ja, man hat hier wirklich Stellfläche, Arbeitsfläche. Wenn man mal kochen will und mag, kann man sich hier wirklich austoben. Hier oben drüber haben wir dann auch noch die Dunstabzugshaube. Ach, ne? Auch noch. Ach. Genau. Hier ist schon. Die ist hier mit verbaut. Hier mit drin, ne? Schön. Und hier auch wieder das große Heki drüber. Das große Heki drüber. Dann einmal Cabo typisch unser Trockenschrank. Mit der Abtropfwand unten drin. Und dann auch hier schön wieder mit dem LED, mit der Beleuchtung. Man kriegt eine vernünftige Jacke. Da ist dann der Ausgleichsbehälter von der Alderheizung. Hier haben wir noch einen Schrank. Da ist nochmal ein kleiner Schrank. Ja gut, aber das ist ja perfekt. Ja. Da hast du viele, viele Fächer. Und unten an sich sitzt dann halt die Alderheizung selber. Die ist dann die Leute, unten. Ich sag euch, das ist ein Traum. Ich habe sie bei mir im Wohnwagen auch und ich möchte die nicht mehr missen. Ne? Also Fußbodenheizung. Fußbodenheizung, allein die thermische Entwicklung in so einem Fahrzeug mit einer angenehmen Raumtemperatur. Es ist eine ganz andere Wärme. Ja, und dann geh gerne mal ins Bad. Tit vor Toilette. Das ist schön. Der beheizte, ne? Ja, das ist der beheizte, Handtuchhalter. Handtuchhalter. Schöner großer Spiegelschrank mit im Bad verbaut. Und auch hier logischerweise, ne? Überall Schränke drunter, hinter den Spiegeln viel, viel Platz. Hier unten ist noch die, achso, das ist die Dusche, genau, richtig. Man hat ja hier die Duschvorbereitung mit drin. Ne? Genau, hier vorne kommt nachher nur noch der Duschvorhang rein, der ist jetzt aus hygienischen und weil es ein Neufahrzeug ist, nicht montiert. Man hat hier aber die Möglichkeit, das Ganze auch als Dusche. Und auch wieder, wo Cabo mitgedacht hat, ist diese Leiste, ne? Dass die Tür einfach sich nicht verzieht. Genau, weil die Tür an sich, wie man sieht, ist eh schon rund gebogen und das heißt, dass man hier einfach wirklich kein Spiel in der Tür hat. Dass sie nicht wandern geht. Ja, und die schließt halt immer bündig ab. Dann haben wir die Möglichkeit, das Ganze nochmal räumlich zu trennen. Durch ein Plissé. Aber sehr schön. Farblich natürlich 100% passend zu den Möbeln. Passend zu den Möbeln und es ist halt wirklich ein schöner Sichtschutz, dass man sagen kann, man kann hinten das Ganze dementsprechend so abkoppeln. Dann einmal unsere Einzelbetten. Einzelbetten, das ist super. Genau. Ja, die Rückwand. Ach, elektrisch verstellbaren Kopfteilen. Die Rückwand hier dasselbe einmal in so einem. Das mit den elektrisch verstellbaren Kopfteilen ist natürlich ein Traum, ne? Ja, das ist, wenn man das hast du zu Hause nicht. Nee, ich habe es leider zu Hause auch nicht. Das ist ja der Hammer. Und dann haben wir hier einmal unser Bett, wo wir vorhin reingeschaut haben. Oh. So. Lattenrost. Und ja, da liegt einmal das Zubehör für den Staubsauger drin. Hier ist einmal die restliche Zubehörkiste, was zu dem Fahrzeug noch dabei gehört. Krass. So. Da haben wir nochmal einen doppelten Boden. Genau, und da haben wir nochmal eine Revisionsklappe. Wo einfach nur noch mal der Boden noch mal wieder zu sehen dadurch, ist. Aber da kannst du so Kleinkrempel noch irgendwas reinlegen. Kleinkrempel und ist es dafür, dass bei uns die Luft hier, weil wir über die Fußbodenheizung einfach zirkulieren kann. Genau, du hast keine Stauhitze irgendwo, das heißt, du hast dieses rundum hinterlüftet. Ja, da sind auch die Motoren von den Verstellern. Wahnsinn. Also, da, mir fehlen so immer so ein bisschen, wenn ich Cabo mir angucke, da fehlen mir immer so ein bisschen die Worte, weil. Es ist einfach eine andere Liga. Es ist eine andere Liga. Und hier das Schöne, man kann die Einzelbetten natürlich auch noch zum großen Doppelbett umbauen, wenn man mag. Das funktioniert auch noch.
Einmal die Zuluftschaltung. Wie viel Luft? Ach, wie krass. Zugeschaltet werden soll. Ja, und die typische Schießscharte, ne? Genau, und die typische Lüftungsklappe, die ich auch wirklich. Kabeltypisch. Die ist kabeltypisch, die ist in jedem Wohnwagen verbaut, die kann ich wirklich Tag und Nacht offen lassen. Haben wir auch die Wohnmobile, ne? Hm? Wohnmobile haben die auch alle drin, ne? Nee, nicht alle. Nee? Nee, Wohnmobile nicht alle. Ah, okay. Aber da, wie gesagt, ich kenne es halt aus dem Wohnwagen, da haben es so ziemlich alle. Beim Wohnwagen haben es alle. Krass. Sehr, Leute, guckt euch das an. Also, ich finde es immer wieder schön, auch wie gesagt, so Kleinigkeiten. Ne? Hier, du hast halt hier keine Hängeschränke, wie also die Dachschrankklappen. Mhm. Du hast halt Schränke wie zu Hause. Wie zu Hause? Wie zu Hause in der Küche. Ne? Hast Platz ohne Ende. Und man hat auch eine vollwertige Küche. Ja. Und genau, du machst es gerade schon auf. Man hat diese Zentralverriegelung, ne? Dann ist zu. Ja, wir haben die Zentralverriegelung, die ich bei der Fahrt abschließen kann, dass mir einfach meine Schränke an Ort und Stelle bleiben. Genau, dadurch brauchst du halt keine Pushlocks irgendwo, weil jetzt. Jetzt ist es zu. Ist zu und so ist das Ganze auf und auch logischerweise Softclose. Ja, Eugen, vielen lieben Dank fürs Zeigen. Dafür nicht, schön, dass du hier bist. Weil wir freuen uns ja immer. Das ist. Wunderschönes Fahrzeug. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse daran habt, ne, kommt gerne hier bei Reisemobile Dürren vorbei. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Und wir stehen euch mit Rat und Tat gerne zur Verfügung. Und wie gesagt, wenn ihr das Fahrzeug erklärt haben wollt, macht einen Termin aus, ja. Ruft kurz an und kommt einfach vorbei. So, wir gehen raus. Ich sag, genießen noch ein bisschen damit. Das schöne Wetter. Genau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.